Ach so, ja, wollte ja sagen, wo ich hingehe. Ich gehe im Personalbüro, KTA. Bin schon lang genug jetzt bei Hartz IV. Die müssen mir mal ein Upgrade geben, ein bisschen mehr Geld will ich fragen. Die sollen mir ein bisschen mehr Geld geben. Mal gucken, was die darauf antworten, Jungs, Mädels. Weil wie lange jetzt? Wie lange sind wir ohne Unterbrechung bei MKK? Ah, noch nicht ein Jahr, aber egal, wir können doch noch ein bisschen was fordern. Fordern, immer fordern. Wir sind eine Minderheit. Minderheit hat immer was noch zu kriegen. Ach, noch was ganz Dummes von mir wieder. Also ganz Munir-typisch. Wer hat heute Gericht? Munir. Wie viel Uhr? 12 Uhr. Wie viel haben wir jetzt? 12:46 Uhr. Wohin gehen wir jetzt? MKK. Wohin sollten wir gehen? Ins Gericht! Wegen Beleidigung. Diese miesen Wichser-Lanern da. Alles korrupte Scheißstaat. Alle, jetzt muss ich aber rausschneiden. Schneide ich dich raus, ihr wisst ganz genau. Was wollte ich sagen? Ja. Ach, ich habe angerufen. Die sind nicht dran gegangen. Sicker mal bei euch. Jetzt gibt's nochmal 800er. Bisschen Taui. Geldstrafe, Hurensöhne. Danach macht man es sowieso. Was hat, aber wartet mal, was anderes. Ach, wieder was anderes. Ordnungsamt Hanau hat sich tatsächlich getraut, Monje, einen Brief zu schicken. In diesem Brief steht drin, Herr Asakri, Sie haben am 31.05. oder so ein Mist. Und da steht doch kein 9.6. Dafür gibt Deutschland Geld aus. Ach. Auf jeden Fall sollte ich da gegrillt haben oder so. Die haben mich ja live abgetastet, die Miesen. Auf jeden Fall haben die mir die Strafe geschickt, die kleinen miesen Wichser, Langerler. Aber da ist noch keine Strafe, da steht noch sowas wie Prüfung. Die gucken noch, was die machen sollen. Roland guckt, schmiert euch das mit Nivea in eure Arschlöcher. Nein, ihr kleinen Bastarde, Langerler. Ordnungsamt Hanau. Servus. Ich weiß nicht, wer das ist, am Nebel dazu gemacht. Als ob wir zusammen Ozean überquert haben. Dann habe ich nur mal so verbeugt, ne? Vielleicht haben wir the ocean überquert. Auf jeden Fall. Und wisst ihr, was schlimmst ist? Irgendwas habe ich mit Miete nicht so genau genommen wieder. Uiuiui. Muni hat kriegt ein bisschen Ärger am Hals wieder. Mann. Seht ihr, wie leicht es geht, Ärger am Hals zu kriegen? Macht einfach so wie Muni. Einen Monat geht ihr nicht am Briefkasten. Schon habt ihr Ärger am Hals. Aber richtigen Ärger am Hals. Naja, aber jetzt gehe ich zu meiner. Wie heißt das? Houdini. Houdini, die lässt alle meine ganzen Probleme verschwinden. Und nicht diese Spezialzigaretten lässt meine Probleme verschwinden. Sondern diese Frau, die macht alles klar für Monia. Hoffen wir es mal diesmal wieder. Habt ihr gesehen, was hier passiert ist vor zwei Monaten oder so? Apropos, ich laufe noch eine Runde, weil die Muni ja immer zu früh ist. Aber seht ihr mal, BMW 5er in Weiß ist hier reingestürzt. Nicht, fast reingestürzt. Idiot. Ich glaube, der war ein bisschen zu schnell. A little bit. Peter würde sagen, a little. Guck mal, da ist so sogar. Guck mal, seht ihr das Seil? Sicherheitsseil haben die sogar drin. Krass. Habt ihr gesehen, Deutschland? Was für Brücken? Baba, lana, la. Sogar dieses Seil hat den gerettet. Das Seil hat den gerettet oder die Person gerettet. Deutschland, ein Daumen nach oben dafür. Habt ihr wieder viel was gut gemacht. Mal gucken, ob die jetzt dran gehen. Gericht, ne? Immer nichts. Immer noch nichts. Und dann geben die mir die Schuld. Ja, da haben wir noch genug Zeit. Eine halbe Stunde noch. Früher waren wir Spezialisten, wenn es darum ging. Irgendwie, guck mal da, seht ihr, wie das abgebogen ist. Na, ein bisschen mehr gebogen. Da ist mal Alex reingegangen. Aber nicht da.
oder darüber geklettert. Muni konnte nie gut klettern. Ist immer Joe geklettert. Und Muni hat sein Geld genommen und dann von Dings reingegangen. Ah, der hat noch Mitleid gehabt. Der wusste. Aber hinten bei Grillplatz sind wir immer reingespaziert. Dort war Killer, da war, konnte sogar Muni klettern. Also. Ja, hier sind wir doch am Grillplatz. Aber ehrlich, ne? Nächstes Mal müssen wir mal hier grillen. Auf jeden Fall sind wir da hinten reingeklettert. Hier immer über diese Zäune. Ah, da seht ihr, die Zäune ist ja eh nichts. Ja. Einmal mussten wir nur rennen. Eine Runde rennen um den Platz. Verteilen und weiter geht's. Guck mal, da steht Loser. Passt zu einer Dame, die ich kenne. Habe. Und ja, dann sprechen wir am Mittwoch nochmal. Okay. Super. Dann erstmal herzlichen Dank. Tschüss. Schönen Tag noch. Okay. Also es ist zumindest dann, es ist jetzt nicht die immense Summe, wo ich jetzt, ja, also dass wenn ich hier von mehr als 1000 Euro sprechen oder so, das wäre natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ja. Aber ist ja gut, und sagen, machen die Angebote. Weil wir haben auch damals von 13.000 Euro haben wir das auf 1.300 Euro gekriegt. Ja, man muss nur mit den Leuten reden, ne? Genau. Ja. Stimmt, und das ist mein Handicap dann. Jetzt reden wir schon gut, Alter, aber, ja. Aber jetzt auf keinen Fall, also werden Sie sehen, wenn Sie mal einen Brief schreiben oder irgendwas, das da dran ist, das werden wir jetzt sehen. Auf jeden Fall. Aber mach doch. Aber es ist immer besser, gerade wenn man solche Sachen hat, ja, die sind unangenehm, aber es ist trotzdem immer besser, sich dann mit denjenigen in Verbindung zu setzen, um dann nach einer Lösung zu suchen. Ja? Ich meine, die Leute wollen ihnen ja auch nichts Böses, ja. Aber es ist halt, wenn sie sich so gar nicht melden und stumm stellen, ja, dann haben quasi ja, dann hat man ja gar keine andere Wahl, dann entsprechend das Weiterlaufen zu lassen. Ja. Deswegen ist es immer wichtig, auch wenn es unangenehm ist, da anzurufen, zu sagen, es ist gerade schwierig, ja, ich kann es nicht auf einmal bezahlen, es muss irgendeine, oder wir müssen irgendwie versuchen, eine andere Lösung dafür zu finden. Ja. Sie sind. Boah, ich hab ausgesehen wie Penner. Ich sehe immer noch aus wie Penner. Gut so. Und was hat Moni geklärt? Der Fahrzeug. Ja, alles hat er geklärt. Und was passiert? Haben wir wieder heute alles erledigt. Hab keine Dienst gekriegt. Monster, Ball mit der Gang, Ball mit der Fan, Gone wie gestern, Ball mit der Gang. Tschüss. Jetzt habe ich schon keine Freundin und so ein Scheiß. Warten wir auf Gorn schon 5 Minuten am Laden. Da ist er doch, Alter. Hast du Geburtstag? Hat er eben noch dein Nachthemdchen angehabt. Jetzt kommt er direkt in Black, Alter. Black on Black mit Goran unterwegs jetzt wieder. Ganz kurz mal Rede. Mal gucken, was da im Angebot gibt.